Hey, ich möchte eine neue Serie beginnen, eine Ergänzung zum Jahreszyklus, wo ich ja jeden Monat beschreibe, möchte ich nun auch die keltischen Jahresfeste beschreiben und die Feste feiern. Und zwar kam ich darauf, weil wir ja mit den Monaten, das ist so der Kalender der Sonne und bei den keltischen Jahresfesten gibt es halt auch ein paar Mondfeste. Und jetzt zum Beispiel auch das erste, der Imbolc. Aber bevor ich über Imbolc spreche, möchte ich kurz sagen, wie ich zu diesen keltischen Jahresfesten gekommen bin. Ich habe vor, als ich 20 war, meine allererste Schwitzhütte gemacht und es war eine keltische Schwitzhütte. Und ich bin da sehr froh drüber, dass es eine keltische Schwitzhütte war. Wir haben auch natürlich Schwitzhütten, viele kennen die aus der indianischen Tradition. Und kurz für die, die gar nicht wissen, was eine Schwitzhütte ist, das ist quasi so eine Kuppel, die aus Haselnuss- oder Weiden-Ästen geflochten wird. Da kommen Decken drüber. Und in diese Hütte werden heiße Steine gelegt. Und es ist wie ein Gottesdienst, wie ein Tempel, wie die Gebärmutter, in die man wieder reinkriecht. Und es ist ein Ritualplatz, wo du ja hingehst, um bewusst zu beten oder Wünsche zu wünschen, um bewusst zu sein. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also probier das aus, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Und die keltischen Spitzhütten, die sind halt die aus unserer Tradition, aus der europäischen Linie, aus der europäischen Tradition, wo ich sozusagen herkomme. Deswegen finde ich es schön, die Schwitzhütten nach der keltischen Tradition zu machen, beziehungsweise auch die keltischen Jahresfeste zu feiern. Und es gibt so 8 Hauptfeste. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da jetzt nicht die Erfahrenste, aber ich wollte diese Serie auch dazu nutzen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und das erste Fest, Imbolc, ist für die Kelten der Frühlingsanfang, also nicht wie beim Sonnenkalender der 21. März, sondern hier ist es der zweite Vollmond nach dem Julfest, also nach der Wintersonnenwende am 21. Dezember. Viele feiern Imbolc auch am 1. Februar. Das ist jetzt je nach Tradition unterschiedlich. Also ursprünglich wurde das immer am zweiten Vollmond nach dem Julfest gefeiert, also am Löwe-Vollmond. Den hatten wir jetzt gerade. Und ja, ich strahle deshalb, weil ich selber Löwe-Geborene bin und sehr, sehr gerne als Löwin durchs Leben gehe. Und ja, da einfach beim Löwe-Vollmond so voll in dir Kraft bin, ja. Und die Imbolc ist sozusagen das Frühlingserwachen. Das ist so die Energie des Kindes, das durch die Welt streift und noch nicht weiß, dass es irgendwas Schlimmes gibt, ja. Einfach so eine Entdeckerkraft, die rausdrängt, die den Boden durchbricht und gar nicht weiß, dass die eigentlich viel zu hart ist, so, ja. Das ist so dieses nach draußen sprengen und das Licht kehrt zurück, ja. Die Februar, natürlich, die Tage werden immer länger und ja, das Licht kehrt zurück und wir haben diese explosive Kraft der Kindheit, der Jugend, ja, das so nach draußen drängt. Und mit dieser Kraft, diese Kraft liegt da jetzt gerade in der Luft. Ja, du hast im Winter dir irgendwelche Ideen, Visionen gesponnen und jetzt geht es darum, welche davon willst du ins Leben bringen, welche davon willst du nach draußen bringen. Und Imbolc läutet es ein, ja, diese Zeit des nach draußen Bringens. Zu Imbolc gehört auch Brigit, die Göttin der lebendigen Kraft des Feuers, des Lichtes. Sie streift auf ihrem Hirsch durch die Wälder und entzündet das Feuer, ja, symbolisch, entzündet das Feuer und bringt die Kraft wieder in die Welt.
Und die Fruchtbarkeitsgeister, die Elementarwesen erwachen im Walde und steigen wieder auf und machen sich auf den Weg. Und wir haben die Wände zwischen Steinbock und Wassermann, also zwischen dem Steinbock, der sortiert und der überlegt, wohin wollen wir gehen. Und der Wassermann ist dann die Starterenergie, so dieses Aufbruch und was brauchen wir alles dafür. Der packt seinen Koffer und ist total bereit, über alle Grenzen hinaus aufzubrechen. Ja, und das ist diese Energie von Imbolc, in die wir da gerade und los sind. Und Brigitte, die durch die Wälder streift und alles wachrüttelt, die Kräfte weckt, die Säfte nach oben lockt. Ja, das ist so diese Kraft, die da nach oben steigt. Und ja, der Winter ist vorbei, die Ruhephase, und jetzt bricht alles wieder auf. Und das feiern wir bei Imbolc. Zum Beispiel mit einer Schwitzhütte oder mit einem Kerzenlichtritual, wo du ja eine Kerze entzündest und einfach symbolisch das Licht erwächst. Ja, der es ist auch die Zeit des Frühjahrsputzes. Ja, so reinigen. Was brauchst du nicht mehr? Alles wieder auf den Nullstand zu bringen, um ohne Ballast einfach in das Neue zu starten. Ja, genau. Das war jetzt das erste Jahresfest Imbolc, und wir werden weitermachen. Das nächste Mondfest ist Beltane. Dazwischen kommt aber noch der 21. März, die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und ja, freu dich aufs nächste Video. Ich bin schon gespannt und wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit jetzt mit Imbolc, mit dieser Kraft. Und wenn du selber Erfahrung hast, und wie gesagt, ich lerne auch gern dazu, schreib mir deine Erfahrungen zu dem Fest, dein Wissen, teile das gern mit mir. Und ja, also lass uns tiefer da einsteigen in die keltischen Jahresfeste. Bis bald!